Was viele Zeugen so überrascht hat, waren nicht so sehr die hellen Leuchtkugeln selbst, sondern kleinere Objekte, die mit hoher Geschwindigkeit in diese Gruppen einflogen und dort abrupt abstoppten, um nach einiger Zeit mit unglaublicher Geschwindigkeit wieder aus diesen herauszufliegen. Weg ist er jetzt. Ja, das hat nichts mehr mit Luftballon zu tun, nur. Ein Blitzball. Ja. Die anderen verschwinden langsam auch. Nee. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja so. Ich höre, das sind Luftballons. Nee, Rino, dann werden die mit einmal nicht weg. Ja, aber der macht das jetzt vorher aus, weil er nicht mehr höher gehen will. Nee, Rino, das kann ich mir nicht denken. Er brennt das die Feuer. Stehen ja, da oben stehen die ja auch, Rino. Na, guck mal, der eine geht wieder weiter weg, siehst? Ja, na, ich weiß das wohl. Ich weiß ja nicht, wie das sein kann. Guck mal, jetzt kommt der andere auch dichter ran. Jetzt sind sie fast in einer Reihe. Ja. Das kann aber kein Luftballon sein. Ne, Rino. Und UFOs auch nicht. Guck mal, da kommt noch einer dazu. Guck mal, wie schnell, was für eine Geschwindigkeit. Ne, Rino, das ist... das kann ja kein Luftballon sein. Als... So eine Geschwindigkeit. Papa, als das hier wegging, da habe ich es gesehen. Das ging so schnell, da konnte man gar nicht gucken. Ja, ist gut jetzt. Einige Jahre später wurde das Max-Planck-Institut für Aeronomie in Lindau am Harz von Wissenschaftlern der MUFON CES über die merkwürdige Erscheinung informiert. Doch auch diese Forschungseinrichtung, die von Bund und Ländern gemeinsam unterhalten wird, hat wichtigere Aufgaben, wie Dr. Manfred Witte, ein Physiker des Instituts, erläutert. Unser Max-Planck-Institut für Aeronomie hat Aufgaben in der wissenschaftlichen Weltraumforschung. Wir bauen Messinstrumente, die an Bord von Raumsonden im Weltall fliegen.